Die Enthalpie ist ein Maß für die Energie, die in einem System steckt. Die Enthalpie hängt ab von der Temperatur, von der Phase, von der chemischen Zusammensetzung und eventuell auch noch von der Verdünnung. Wie viel Wärme wird frei bei chemischen Reaktionen? Wenn wir eine Bindung spalten wollen, müssen wir Wärme zuführen. Wenn ich zum Beispiel Wasserstoff spalten will, brauche ich 436 Kilojoule pro Mol. Wir bezeichnen diesen Wärmebetrag als Dissoziationsenthalpie. Wenn ich das Molekül Wasser spalten will und zum Beispiel den Wasserstoff von OH abspalte, brauche ich 492 Kilojoule. Wenn ich auch das zweite Wasserstoffatom noch abspalten will, brauche ich weitere 428 Kilojoule pro Mol. Sie sehen, dass die Dissoziationsenthalpie von der konkreten Lage der Bindung abhängt. Wenn ich zum Beispiel die Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung im Ethan spalten will, brauche ich 368 Kilojoule pro Mol. Wenn ich eine andere Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung spalten will, kann ich andere Beträge dafür aufwenden, möglicherweise. Die Bindungsenthalpien, das sind Mittelwerte, das ist die Wärme, die frei wird im Mittel, wenn ich eine chemische Bindung bilde. Wenn ich etwa die OH-Bindung bilde, kriege ich 463 Kilojoule frei, das heißt, ich habe hier ein negatives Vorzeichen. CH-Bindung 412, CO-Bindung 360, CC-Bindung 348. Eine Doppelbindung liefert mehr Energie, nämlich 612, aber nicht die doppelte Menge. Eine Dreifachbindung liefert noch mehr Energie. Und ich kann mir jetzt die Moleküle wie aus dem Molekülbaukasten zusammengesteckt vorstellen und habe mit diesen Zahlen eine Vorstellung, wie viel Enthalpie in dem Molekül steckt, verglichen mit den gasförmigen Atomen. Wenn ich umgekehrt ein Molekül komplett atomisiere, kann ich mir das auch aus den Bindungsenthalpien ausrechnen. Ich muss hier zum Beispiel, um Wasser zu atomisieren, zweimal die Bindungsenthalpie von OH aufwenden und das entspricht dann 920 Kilojoule pro Mol. Wenn ich Methan atomisieren will, brauche ich viermal die Bindungsenthalpie von CH, das heißt ungefähr 1500 Kilojoule pro Mol. Wir können also eine Formel aufstellen, Atomisierungsenthalpie ist ungefähr minus Summe der Bindungsenthalpie. Ungefähr, weil die Bindungsenthalpien nur Mittelwerte sind. Ist die Reaktion der Elemente zu den Verbindungen. Denn hier hat man sich auf die Konvention geeinigt, dass man den Elementen sämtlich die Enthalpie 0 zuordnet. Und den Verbindungen die sogenannte Bildungsenthalpie zuordnet. Wenn ich Wasser aus den Elementen herstelle, also Wasser bilde, synthetisiere aus den Elementen, entsteht eine Wärme von 241,8 Kilojoule pro Mol. Und diese Wärme ist eine Enthalpie, weil sie bei konstantem Druck frei wird. Das ist die molare Bildungsenthalpie von gasförmigem Wasser. Und diesen Wert finden Sie tabelliert in thermodynamischen Tabellen. Wenn Sie flüssiges Wasser herstellen aus den Elementen, wird eine größere Wärme frei. Entsprechend ist minus 285,8 Kilojoule pro Mol die molare Standardbildungsenthalpie von flüssigem Wasser. Molar bedeutet pro Mol. Bildungsenthalpie bedeutet Wärme, die bei der Synthese frei wird. Und Standard bedeutet, dass wir 100% Umsatz haben, von reinem Wasserstoff und reinem Sauerstoff zu reinem flüssigen Wasser. Wenn wir Stickoxid herstellen aus den Elementen, wird keine Wärme frei. Umgekehrt, es wird Wärme benötigt. Wir haben hier eine positive, eine endotherme Bildungsenthalpie von 90,3 Kilojoule pro Mol. Wenn ich Kochsalz synthetisiere aus den Elementen, habe ich wieder eine stark negative Bildungsenthalpie und so weiter und so weiter. Wichtig ist, dass alle Elemente bei 25 Grad in ihren stabilsten Modifikationen durch die Bank weg als Enthalpie 0 gerechnet werden. Egal, ob ich Stickstoff habe
oder ob ich Chlor habe oder Argon oder Kohlenstoff als Graphit. Alle diese Elemente haben per Definition die Enthalpie 0. Die Verbindungen haben dann jeweils positive oder negative Enthalpien, je nachdem, ob sie endotherm oder exotherm aus den Elementen entstehen. Wenn wir jetzt eine beliebige Reaktion haben, zum Beispiel eine Verbrennung von Methan zu Kohlendioxid und Wasser, dann können wir auch hier Wärmen messen. In dem Fall ist es eine Verbrennungswärme und diese Verbrennungswärme entspricht der Verbrennungsenthalpie. Wenn wir 1 Mol Methan mit 2 Mol Sauerstoff verbrennen, entstehen 890 Kilojoule. Wenn wir 1 Mol Zucker verbrennen mit Sauerstoff, entstehen 2808 Kilojoule. Mit Hilfe des Satzes von Hess können wir auch diese Reaktionsenthalpien rechnerisch ermitteln. Wenn wir zum Beispiel wissen wollen, wie viel Wärme frei wird bei der Verbrennung von Propan, können wir die Reaktionsgleichung aufschreiben und können uns dann überlegen, wie wir diese Reaktion umschreiben können. Und eine Umschreibung ist, dass wir die Reaktion über die Bildungsreaktion umschreiben. Sie sehen hier ein Enthalpiediagramm, die Elemente hier eingezeichnet bei 0, Atome hier ganz oben eingezeichnet. Wir haben hier die Ausgangsstoffe, das Propan, hier die Endprodukte, das CO2 und das Wasser. Der grüne Pfeil, das ist die Reaktionsenthalpie, die wir gerne hätten, die wir errechnen wollen. Diese roten Pfeile starten alle bei den Elementen. Das bedeutet, das sind Bildungsenthalpien, das sind tabellierte Werte. Der kleine rote Pfeil, das sind die Bildungsenthalpien der Edukte. Der große rote Pfeil, das sind die Bildungsenthalpien der Produkte. Und nach dem hessischen Satz können wir den kleinen grünen Pfeil einfach durch vektorielle Kombination von den roten Pfeilen erhalten. Man kann auch so sagen, dass die Reaktionsenthalpie gleich der Bildungsenthalpie der Produkte minus der Bildungsenthalpie der Edukte ist. Man muss selbstverständlich die stöchiometrischen Umsatzzahlen mit berücksichtigen. Es entstehen hier dreimal CO2 und viermal Wasser. Die müssen wir bei unserer Rechnung mit einfließen lassen. Viermal Wasser sind minus 1143. Dreimal CO2 sind minus 1181. Das entspricht in Summe der Länge des großen roten Pfeiles. Der kleine rote Pfeil hat die Länge minus 104. Das ist die Bildungsenthalpie von Propan. Und wenn wir jetzt beide Pfeile voneinander abziehen, erhalten wir den grünen Pfeil minus 2220. Das ist die Reaktionsenthalpie. Genauer die Standardreaktionsenthalpie pro Mol. Diese Wärme wird frei, wenn 1 Mol Propan komplett zu 3 Mol CO2 und 4 Mol Wasser flüssig verbrennt. Egal auf welchem Wege, egal ob mit Flamme oder katalytisch ohne Flamme. Hauptsache Anfangs- und Endprodukte sind im Standardzustand. Wir können auch eine weitere Achse noch skizzieren, Xi, die den Reaktionsstand symbolisiert. 0 heißt kein Umsatz, nur Edukte. 1 heißt 100% Umsatz, nur Produkte. Und auf diesem Weg nimmt nun die Enthalpie unseres Reaktionsgemisches kontinuierlich ab. Das ist eine lineare Abnahme, denn wenn wir von idealen Systemen ausgehen, haben wir keine Mischungsenthalpie zu berücksichtigen. Eine weitere Art, den Reaktionsstand zu quantifizieren, ist die Angabe des Umsatzes oder die Angabe des Reaktionsquotienten. Wir wollen uns eine weitere chemische Reaktion durch die Enthalpiebrille anschauen, wie viel Wärme wird frei oder wird verbraucht, wenn ich aus N2O4 zweimal NO2 herstelle. Ich nehme mir die Tabellenwerte. Ich sehe für N2O4 etwa 9,368 Kilojoule pro Mol und für NO2 33,32 Kilojoule pro Mol. Wenn ich die Reaktionsenthalpie berechnen will, muss ich bedenken, dass 2 Mol NO2 entstehen, also die 33,32 muss ich mal 2 nehmen. Bedeutet, ich habe
Die Edukte bei 9,368, die Produkte bei 66,64 und habe dann die Differenz von 57,272 Kilojoule pro Mol. Diese Wärme müsste ich aufwenden, um 1 Mol N2O4 komplett in 2 Mol NO2 zu spalten. Ich kann mir das Ganze auch an einem zweidimensionalen Diagramm aufzeichnen. Bei den reinen Edukten, oder beim reinen Edukt Xi gleich 0, habe ich eine niedrigere Enthalpie als bei den reinen Produkten 2NO2. Das ist eine endotherme Reaktion. Bei der Reaktion wird die Enthalpie zunehmen. Aus Tabellenwerten hat man üblicherweise Enthalpien, die bei 25 Grad ermittelt wurden. Ich kann daraus Reaktionen ermitteln, die bei 25 Grad ablaufen. Wenn ich wissen will, wie viel Wärme frei wird, wenn ich die Edukte zu den Produkten bei hoher Temperatur reagieren lasse, gehe ich folgenden Umweg. Ich kühle die Edukte ab auf 25 Grad, errechne mir mit der entsprechenden Formel die Enthalpiedifferenz. Mache dann die Reaktion bei 25 Grad, errechne mir den Enthalpiewert aus den Tabellenwerten und erhitze dann die Produkte wieder auf die Temperatur T2 mit der entsprechenden Formel. Wir erhalten dann diese Gleichung, das Kirchhoffsche Gesetz zur Umrechnung von Reaktionsenthalpien von einer Temperatur auf die andere. Es hat sich herausgestellt, dass diese schwarzen Pfeile sehr häufig sehr, sehr ähnlich lang sind. Das bedeutet, wir können das Integral hier ungefähr gleich 0 setzen. Und das ist die Ulliksche Näherung. Die Ulliksche Näherung sagt, dass die Reaktionsenthalpien in erster Näherung gleich sind, egal welche Temperatur wir haben. Zusammengefasst können wir sagen, dass Reaktionsenthalpien als Zustandsgrößenweg unabhängig sind. Wir können uns für nicht oder schlecht gangbare Wege die Reaktionsenthalpie ausrechnen aus gangbareren Wegen. Der Nullpunkt der Enthalpie, das sind die Elemente bei 25 Grad. Wir können Reaktionsenthalpien aus Bindungsenthalpien ermitteln. Wir können aus Bindungsenthalpien Dissoziationsenthalpien ermitteln. Und wir können Enthalpien ineinander umrechnen mittels des Kirchhoffschen Gesetzes.